Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Rise of the Tomb Raider. Nachdem wir in der letzten Folge abgeschmiert sind und damit Batman auch den Rang abgelaufen haben, sind wir in einer kleinen Höhle gelandet und das tolle Knicklicht, guckt es euch an. Das Knicklicht des Todes. Nee, das ist es nicht. Ist ja auch egal. Tradition muss ja wie immer bewahrt werden. Wir gehen erstmal ans Lagerfeuer, gucken, ob wir noch was verbessern können und dann gehen wir runter ins Archiv der alten, so geheimnisvollen Kathedrale. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Da gebe ich dir recht, Lara. Und nochmal, um drauf zurückzukommen, wenn du gesagt hast, hier haust noch was anderes in der Dunkelheit, wenn wir Fledermäuse sehen sollten, würde ich sagen, wir sind in der Bat-Höhle gelandet. Aber wie dem auch sei, wir können leider nur Waffen-Upgrades machen, Fähigkeitspunkte haben wir leider nicht. Was können wir denn hier Tolles wieder machen? Das Sturmgewehr können wir verbessern. Das verbessern wir dann auch gleich mal. Jawohl, das erhöht den Schaden. Laufverlängerung. Ein längerer Lauf bewirkt einen präziseren Schuss und damit erhöhten Schaden. Anwendbar bei allen Gewehren außer Maschinenpistolen. Da fühlen sich jetzt natürlich alle Maschinenpistolen sehr diskriminierend. Aber ist ja auch egal. Wir gehen jetzt weiter und wir werden sicherlich bald auf die Unsterblichen treffen. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Das ist auf jeden Fall möglich. So sieht es auf jeden Fall aus, ja. Aber eine schöne Wandkarikatur. Mit den Pferden. Da hat auf jeden Fall eine Schlacht stattgefunden und da unten brennt alles und es gibt einen Haufen Leichen. Da würde ich sagen, da ist jemand nicht mit der Zeit gegangen, da liegt eine Phosphorfackel. Das kann Lara Croft nicht passieren, denn wir haben das Knicklicht. Oh, dieser Geruch. Oh nein, lebendig verbrannt. Boah, was ist denn hier passiert? Hier hat jemand eine Barbecue-Feier veranstaltet. Leben da noch welche von? Oh! Alter! Okay, ich habe mich erschrocken, aber nicht so doll wie beim Lux. Schmerz! Warum nur? Kann ich... Es tut mir leid, ich habe meine Packung Hansaplast leider im Croft-Anwesen gelassen. Ich kann dir nicht helfen. Wer könnte das getan haben? Was zum Teufel ist das? Oh Scheiße, was sind das für Viecher? Diese Gefäße, da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Die Gefäße sind noch voll, wenn ich sie entzünden könnte. Naja, wozu haben wir Sprengpfeile? Ich pfeffer da jetzt einfach einmal einen rein. Der Atlas. Holen Sie den Atlas aus dem Archiv, bevor Trinity es tut. Oh nein, das ist wieder so ein Zeitding, oder? Und da haben wir noch eine Inschrift und wir lauschen jetzt dieser Inschrift mal wieder. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt.
Da kann ich noch einen Pfeil reinbrettern. Aber genützt hat das nicht wirklich was. Also einen Effekt hat es auf jeden Fall nicht gehabt. Boah, fast wäre ich abgeschmiert. Also wenn jetzt hier diese Unsterblichen kommen, dann verwende ich jetzt endlich mal die Feuerschrotmunition. Ich finde, das ist ein guter Moment, das zu testen. Denn selbst Unsterbliche können brennen. Hier ist es. Trinity, Sie sind hier. Ziel erfasst. Ja, das Ziel wurde eben richtig erfasst. Der Schlüssel zu allem. Also so hieß auf jeden Fall die Trophäe. Das ist sicherlich eine Trophäe, die es jetzt hier gab, weil wir diesen Bereich erreicht haben. Ja, ja, ja. Warte mal. Hier, bitteschön. Was für ein Paket? Bist du ein Hermesbote oder was? Hier, noch ein. So wird's gemacht. Oh ne, ich wollte gerade schießen, das wäre jetzt aber böse ausgegangen. Und zwar für mich. Ich bin zuerst dran. Du brauchst dich gar nicht verstecken. Das war's noch nicht, oder? War's das? Okay, das war's. Eigentlich immer ganz nett, diese kleinen Arena-Kämpfe hier in Tomb Raider. Habe ich jetzt alle abgeknallt? Ich finde, das sah so ein bisschen aus wie bei Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, also der erste Teil, wo das Ding hier so draufsteht. Ich hätte mich noch gefreut, hätte Lara das runtergenommen und hätte dafür noch einen kleinen Sack mit Sand hingepackt als Gegengewicht. Okay, bei Indy hat es ja auch nicht geklappt. Den Film hat sie wahrscheinlich gesehen und hat sich gedacht, nee, das lasse ich mal, das klappt eh nicht. So, den Jungen haben wir ja weggesprengt. Nee, Lara, leg mal bitte wieder die Dose weg. Ich wollte den ja hier eigentlich nur looten. Aber wer macht hier so eine abartigen Geräusche? Können nur diese Unsterblichen sein. Aber ich denke mal, selbst Unsterbliche sind nicht feuerfest. Und diesmal nehmen wir wirklich die Feuermunition. 17 Schuss davon habe ich. Ich habe keinen Sichtkontakt, aber jemand hat das Altwerk ausgeschaltet. Die anderen Pilze haben mehr Kontakte gemeldet. Sie sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. So, Jungs, habe ich euch schon mal eingeraucht. Hier bin ich. Jo. Heute ist Silvester, heute geht hier alles hoch. So, hier habe ich erstmal einen Arsch geschossen. Der ist ja weit weggeflogen, geil. Aber das war's noch nicht. Die Musik ist immer noch da. Oh. Wo sind die denn? Alter, die brechen da durch. Okay. Auf euch warte ich. Damit habt ihr nicht gerechnet und ich habe auch gar nichts gesehen durch den Rauch hier. Ich habe einfach nur reingefeuert mit den Sprengpfeilen. Hat ja auf jeden Fall was genützt. Davon habe ich mir jetzt nochmal welche nachgestellt. Ich habe auch mit der Schrotmunition, die eigentlich irgendwie so Feuer verursachen soll, geschossen, aber irgendwie einen tollen Feuereffekt habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich lag das auch in dem Rauch hier, keine Ahnung. Muss ich ein anderes Mal noch ausprobieren. Ich bin mal gespannt, ob man hier vielleicht noch ein Dokument findet in dieser Halle. Oder war das wirklich nur für diesen Arena-Kampf hier gedacht?
Man könnte doch eigentlich an gewissen Punkten hier so schön was verstecken. Ja, das war nur ein Arena-Kampf, glaube ich. Liegt da oben noch was drauf? Nee. Okay, dann ab hier rein. Das wären ja hier die Jungs mit dem Schweißbrenner. Dunkle Gewässer. Finden Sie mit dem Atlas einen Weg aus dem Archiv. Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sichert. Wir müssen das Paket zurückholen. Was ist mit diesen Dingen? Haben wir sie abgehängt? Ich würde mich nicht darauf verlassen. Schnell den Atlas finden und dann nicht wie weg von hier. Alle Ausgänge gesichert. Können wir durch die gefluteten Bereiche entkommen sein? Hier, hab sie gefunden! Oh nein, nicht tauchen. Och, das mag ich doch nicht. Boah, was geht denn da oben ab? Ey, ich möchte da auch mitmischen, lass mich mal da hoch. Ah, hier muss ich echt tauchen, scheiße. Kann ich hier auftauchen? Lara, kannst du hier hoch? Lara, hoch! Ah, scheiße. Oh nein. Und ich bin mal wieder unter Wasser verreckt. Ja, das ist irgendwie mein Schwachpunkt. Superman hat Kryptonit, ich habe Wasser. Aber wo soll ich denn hier hin? Ich muss auf jeden Fall irgendwo hier durch. So viel steht schon mal fest. Ich kann ja hier nirgendwo hochklettern. Da geht's nicht lang. Ging es vielleicht unten irgendwo lang? Habe ich das nicht gesehen? Ja, jetzt sehe ich das auch. Alles klar. Los, Lara. Wir müssen schnell hier durch. Ja, hier kommen überall Leichen. Nein! Stopp! Das war's. Her mit dem Atlas. Na, tolle Nummer. Jetzt habe ich noch so einen Fettsack, der auf mir rumliegt. Astrein. Neue Ausrüstung halt. Ein Atemgerät. Jawolli. Atemgerät. Mit dem Atemgerät kann Lara unendlich lange unter Wasser bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Unendlich lange. Mehr brauche ich gar nicht wissen. Das reicht mir schon. Aber die Jungs wurden auf jeden Fall von den Unsterblichen angegriffen. Die haben natürlich einen tollen Slang drauf. Keine Ahnung, was das für eine Gang ist, aber die werden wir sicherlich noch kennenlernen. Da freue ich mich schon drauf. Aber den Atlas haben immer noch wir. Also wir sind hier heiß begehrt. Aber geile Aktion, dass wir jetzt so ein Atemgerät haben. Finde ich echt cool. Generell, was es hier alles so in dem Teil gibt, ist echt krass gemacht. Was haben die denn mit den Leuten von Trinity gemacht? Sind das überhaupt Leute von Trinity? Naja, gut. Wer auch sonst, ja? Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Steigende Flut. Finden Sie einen Weg, mit dem Atlas zu entkommen. Mit dem griechischen Feuer sind natürlich diese Fässer gemeint. Das heißt, ich muss auf jeden Fall in diesem Raum wieder irgendwas sprengen, damit der Wasserpegel steigt. Das sagt mir mein Bauchgefühl, aber vorher gucke ich mich hier erstmal gründlich um. Darf ich dir bitte einen Pfeil abnehmen? Du hast ja da ein paar in dir stecken, danke. Der hat nicht mal Pfeile gehabt. Also erstmal die Schrot nachladen. Lara, würdest du... Achso, ist ja voll, wird angezeigt.
Du Scheiße. Aber ich möchte jetzt endlich mal einen der Unsterblichen sehen. Bin ich hier überhaupt richtig? Sollten wir nicht irgendwas in der großen Halle machen? Aber wahrscheinlich hat sie nur da irgendwas erklärt und wir müssen eigentlich doch hier lang. Dylan! Scheiße! Moss! Dylan hat's erwischt! Was? Auf keinen Fall! Er ist tot. Etwas hat ihn gepackt. Wir sind übrig. Wir müssen weitergehen. Zusammenbleiben! Ihr bleibt gleich gar nicht mehr zusammen. Oh, Scheiße! Das wollte ich eigentlich machen. Schon wieder falsche Taste gedrückt. Ich liebe diese Sprengpfeile. Da sind ja noch welche. Ah, warte mal, Freundchen. Meine Schrot ist besser. Hast du gesehen, ja? Da kannst du weiter mitfliegen. Ja, wenn er mir nicht glaubt, muss ich ihm das doch beweisen. Anders geht's ja nicht. So, checken wir erstmal wieder die Umgebung. Und dann müssen wir irgendwie einen Weg herausfinden. Habe ich nicht einen Typen hier irgendwo hingesprengt? Wo ist denn der? Kurios. Wie gesagt, hier verschwinden irgendwie immer Leichen. Ach nee, das ist er ja. Nach da vorne. Das heißt, ich kann das Ding hier durchsprengen. Auf jeden Fall Heilkräuter, die brauche ich. Es gibt nichts, was ich mehr brauche. Aber ich glaube, ich kann diese Tür gar nicht durchsprengen, zumal die gar nicht so markiert ist, dass ich die durchsprengen kann. Was haben wir denn hier? Ach so. Was für Munition. Hier können wir hochklettern. Wird es da weitergehen? Ich gucke erstmal hier vorne in diese Tür rein. Nee. So wollte ich das machen. Ist das jetzt ein geheimer Raum oder... Ich muss mal auf die Karte gucken. Es sieht so aus, als würde es definitiv hier weitergehen, aber wir konnten ja hier vorne noch hochklettern. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja, ja. Oh, ich hätte die Feuerschalen runterschießen können, oder? Schade. Das hätte ich gerne gemacht. Naja, das kennen wir ja schon. Aber wo geht's jetzt lang? Bin ich hier wirklich richtig oder bin ich hier... Bin ich hier nicht richtig? Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Oha, das war knapp. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt wird. Sie muss der Armee des Propheten gehört haben. Das wird wohl so sein. Das diente lediglich diesem Relikt. Dieser Weg, glaube ich. Obwohl wir vorne, oder hier vorne, glaube ich, auch noch lang können. Wir können hier auch wieder runter. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ein Gefäß? Naja, okay. Na, jetzt sind wir wieder in der großen Halle. Aber wir kommen ja nicht wirklich weiter. Ich könnte da unten jetzt auch keinen Pfeil drauf schießen, weil ich dann da, glaube ich, nicht wieder hochkomme. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, ja, Lara. Also ich könnte, glaube ich, schon da unten hin, aber kann ich da auch wirklich was machen? Ich gucke jetzt mal hier vorne lang.
Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Lara, wie oft willst du mir das eigentlich noch sagen? Was brauchst du nochmal? Bitte wiederhol es nochmal. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Ach so, die sind da drinnen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Allzeit bereit, immer bereit, sage ich dazu. Ich glaube, ich kann das Ding da drehen. Wenn ich da mit dem Bogen gegen schieße. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Och Lara, nun ist er mal langsam gut jetzt. Ja, und jetzt? Jetzt hast du dein Gefäß. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was wir machen können. Genau. Guck mal einer an. Dazu waren die da, alles klar. Der Kran ist intakt. Er sollte sich drehen lassen. Das machen wir gleich. Ach so, mit dem Kran kann ich mir das hier so rüberziehen, indem es da dran hängt und ich das dann drehen kann. Da hinten muss das Gefäß mit dem griechischen Feuer, was wir ja noch nicht gehört haben, was er und was er damit meint. Der Kran ist intakt. Er sollte sich drehen lassen. Ja, ja, ja. Machen wir. Ich versuche das jetzt mal. Und jetzt müssen wir nochmal drehen, oder? So, jetzt ist das Ding da dran. Wie kriege ich das jetzt hier hoch? Vielleicht, wenn ich hier nochmal drauf schieße? Oder sollte ich gerade raufspringen? Nee, raufspringen geht schon mal nicht. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja, okay. Ich hätte da eine Idee. Und zwar bringe ich mal noch so ein Fass auf diesen Kran da an. Oder vielleicht sogar ein zweites, damit es auf der einen Seite da hochkippt. Versuchen wir es einfach mal. Das könnte klappen. So, und dann jetzt noch eins. Ach so, da kann immer nur eins ran. Naja, gut. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Aber ich muss das Ding noch irgendwie nach da hinten bekommen. Ach, jetzt sehe ich was. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Und jetzt kann ich das, glaube ich, herziehen. Oder nicht? Ich raff das irgendwie gerade nicht. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden.
Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Das ist ja klar, Lara. Aber ich habe doch Sprengpfeile. Achso, aber ich brauche ja auch unbedingt dieses griechische Feuer. Muss es unbedingt das griechische sein? Reicht nicht ever ein Sprengpfeil? Ich versuche das jetzt mal, aber eigentlich sollte das nicht gehen. Ja, ich muss die Dinge eigentlich nur hier raufkriegen, hier runterrollen. Ich sehe es ja auch an der Strömung, dann werden die da hingetrieben, aber... Gut, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir die Fässer hier hochkriegen. Es könnte so einfach sein. Und so einfach ist es auch. Na, fast. Bleib mal bitte hier. So, los. Du sollst da rein. Reicht jetzt eins? Das ist jetzt die Frage. Es treibt natürlich auch genau dahin. Das Fass weiß genau Bescheid. Nee, falscher Knopf. Aber ich kann jetzt auch gar nicht drauf schießen, wa? Nur noch ein Pfeiler übrig. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Und das scheint es da drüben zu geben. Okay. Ja, ich wollte mir das irgendwie so kompliziert machen. Ja, ich habe gedacht, was machst du jetzt hier mit den Fässern? Aber ich muss jetzt hier erstmal irgendwie aus dem Wasser raus. Okay, neues Basislager entdeckt. Griechisches Feuerdepot. Oh, eine Ratte. Hallo. Die kann ich gar nicht klar machen. Hier liegen überall Leichen. Sollte ich da hingehen? Nee, ich lasse das erstmal. Irgendwas blinkt hier vorne aber. Na? Das war mal wieder ein Überlebensversteck. Ne, hier vorne kann ich nichts machen. Wie gesagt, da unten ist ja das Basislager. Aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ich muss irgendwie noch ein Fass ins Wasser kriegen. Das nicht schon aufschießen von hier drüben? Versuche ich jetzt mal. Ach, falscher Knopf. Na, das kommt da nicht durch. Obwohl, na klar. Nein, das war falsch. Jetzt die Barrikade weg. Den Weg etwas frei machen. Etwas ist gut, Lara. Das ganze Ding ist weg. So, jetzt müssen wir das da wieder aufmachen. Dann sollte das nette griechische Fass natürlich auch da hinten zu der einen Barrikade wieder hintreiben. Genau. Das Fass weiß, was es machen soll. Aber... Gibt es hier oben nicht noch irgendwas? Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte... Sag jetzt nicht, das Fass hängt jetzt da hinten irgendwo wieder fest. Nee, es sieht nicht danach aus. Aber was willst du denn mit dem Wasser irgendwie machen? Oder meintest du jetzt, dass da unten wegen dem Fass? Was haben wir da gemacht? Ich muss es vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Ach so. Ja, wir müssen das da rüberziehen. Alles klar. Habe ich gesehen. Also ich weiß ungefähr, was man machen muss. Thank you.
Nee, das ist wirklich nicht durchgekommen. Das schöne Fass. Fass, dann komm mal her. Ich rette dich vor dem ach so bösen Feuer. Ja, ja. So ist brav. Jetzt darfst du weiterschwimmen. Braves Fass, komm. Da hätten wir auch nochmal antike Münzen. Und jetzt können wir endlich den letzten Pfeiler wegsprengen. Scheiße. Nein, 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 nein. Das sind die Unsterblichen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Jungs, ja, die Statue war sowieso fast kaputt. Ich weiß gar nicht, was ihr meckert. Wo soll ich denn hin? Lara, wo sollen wir hin? Ja, das war mal wieder ein toller Tod, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Es war genau das, was ich machen wollte. Nee, das war es nicht. Aber wo soll ich hin? Ja, ich muss irgendwie nach da oben. Hört doch mal auf zu schießen, Mensch. Ich hab gar nichts gemacht. Die Statue wäre sowieso morgen schon irgendwie umgefallen. Also das war jetzt nicht meine Schuld. Ja, 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 ja. Macht ihr mal euer Ding, ich mach meins, ne? Und jetzt? Oh. Oh, Scheiße. Aber wir sind fast da, glaube ich. Warum schießen die immer auf uns? Wir haben gar nichts gemacht. Oh. Oh, fuck. Los, Lara. Wir sind fast da. Oh, Scheiße. Oh, überall ist ein griechisches Feuer. Nein. Nein, 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 nein. Ach, das sollte passieren. Okay, eine Rutschpartie ist lustig. Eine Rutschpartie ist schön. Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Na, Jacob, eigentlich wollte ich mich noch mit den Unsterblichen anfreunden. Also, die haben gesagt, heute Abend ist noch eine Grillparty. Also, das muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache. Ich habe gerade schon wieder Panik gehabt. Scheiße, jetzt schon wieder tauchen. Aber wir haben ja das Atemgerät. Versprecher legendär. Die müssen auch mal sein. Aber wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich glaube, das ist der richtige Weg. Dank des Knicklichtes des Todes sehen wir natürlich auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Und ich kann ja schneller schwimmen, stimmt ja. Ich muss sagen, Lara, die engen Hosen stehen ja wirklich sehr gut. Tolle Ansicht. Müssen wir jetzt wieder tauchen? Tatsache. Ich denke mal nicht, dass die Unsterblichen hier unter Wasser irgendwie was machen. Was würden wir nur ohne dieses tolle Atemgerät machen? Mach dir erstmal die Haare, das wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Aber
wie verschissen groß ist denn diese Kathedrale? Und sind wir jetzt endlich mal draußen? Wie groß ist denn das Teil? Oh, da steht eine Truhe. Zufällig hat hier jemand eine Truhe hingestellt. Na klar. Neue Ausrüstung erhalten. Teilschwere Pistole. Der dritte von vier Teilen. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Und hier gibt es noch was zu entdecken. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Mal wieder haben wir kurzzeitig die Schulbank gedrückt und unser Griechisch ist jetzt fast wieder ein Level gestiegen. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Na, das ist ja toll. Jonah ist wieder am Start. Endlich sind wir draußen. Endlich Tageslicht. Die Zusammenkunft. Finden Sie einen Weg durch die Berge zum Observatorium. Ich habe erstmal wirklich die Schnauze voll von alten Gräbern und Kathedralen. Das da drinnen war echt hardcore. Ach so, das ist ein Verbündeter. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen Sie zurück, wo wir können. Wir können Ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir Ihnen vertrauen können. Das könnte er auch. Definitiv. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ach nee, Holz kann ich ja gar nicht mehr mitnehmen. Hier vorne ist noch irgendwas. Mal wieder was, was wir schon haben. Und was ist hier oben in dem Schächtelchen? Mal was, was wir noch nicht haben. Okay. Furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen.
Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Ich frage mich immer, woher die immer wissen, wo wir stecken. Kommt zufällig da mit dem Helikopter rein, springen die Kuppel weg, entführen mal wieder den Schwarzen. Immer muss der Schwarze an irgendwas glauben, davon mal abgesehen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich meine. Das ist jetzt nicht diskriminierend, ja, keine Sorge. Aber so ist es ja manchmal. Ich finde, das war echt eine geile Action in der alten Kathedrale. Wir hatten den Atlas und jetzt haben wir nicht mehr. Aber wir werden uns den Atlas zurückholen. Und ich werde nochmal kurz diese Truhe hier aufbrechen. Neue Ausrüstung erhalten. Breitblatt-Kletterpfeile. Schließen Sie...
schießen Sie Kletterpfeiler in weiche Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie R2 gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist, bevor Sie feuern. Alles klar, das ist ja auch ein geiles Feature. Aber okay, dann würde ich sagen, da wir an einem Lagerfeuer sind, das war's erstmal. Die Folge ist natürlich länger geworden, wie versprochen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zugucken und ihr wisst ja Bescheid, ihr könnt mich gerne abonnieren, das Video wie immer kommentieren, natürlich auch eine Bewertung da lassen, das wäre wirklich sehr nett. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Let's play Rise of the Tomb Raider.